War das noch ein Mann? Sie sind eine norddeutsche Besonderheit und schwer zu finden. Also so im Umkreis von 200 Kilometer um Hannover rum, da gibt es die schwarzen Rehe und ansonsten gibt es die nirgendwo auf der Welt. Warum das so ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Und auch sonst hüten die schwarzen Rehe noch manches Geheimnis. Dieses Unverhoffte, das schwarze Rehbild zu sehen, das ist wirklich eine tolle Sache und fasziniert mich. Die ziehen da ja auch so ein bisschen in die Richtung. Das könnte klappen. Also es wird jetzt schwierig, ne? Dass sie so selten sind, macht sie für Jäger begehrenswert. Und nicht nur für sie. Ja, man behandelt sie auch vielleicht ein bisschen anders, so ein bisschen so wie eine Primadonna, ne? Der Hasterwald in Niedersachsen, Mitte November. Das Gebiet gilt als einer der Urstandorte der schwarzen Rehe. Hier sind sie schon seit über 1000 Jahren bekannt. Eigem Ross ist Naturfotograf. Doch obwohl er in Haste wohnt, ist es ihm noch nie gelungen, hier ein schwarzes Reh zu fotografieren. Das will er ändern. Jetzt bereite ich so ein bisschen den Zeltplatz vor, also wo das Tarnzelt stehen könnte. Dass die Äste drunter weg sind, dass man jetzt hier die Brennnessel ein bisschen zur Seite macht, dass es hier vernünftig stehen kann. Der richtige Standort und die Vorbereitung sind wichtig. Nur wenn die schwarzen Rehe hier später nah und entspannt vorbeiziehen, hat Eike eine Chance auf ein gutes Foto. Also Rehe ist zum einen ziemlich schwer, weil es die so gut wie gar nicht in Gehegen gibt. Also die sind alle Rehwildfotos sind zu 99% in freier Wildbahn entstanden. Auf der anderen Seite ist Rehwild relativ einfach zu fotografieren, weil es einfach viele gibt. Also es ist die häufigste Wildart in Deutschland und gibt es auch in jeder Landschaftsform. Und die schwarzen Rehe, die gibt es nur im Nordwesten Deutschlands. Also so im Umkreis von 200 Kilometer um Hannover rum. Da gibt es die schwarzen Rehe und ansonsten gibt es die nirgendwo auf der Welt. Um sie zu fotografieren, braucht Eike die passende Ausrüstung. Und Licht und Timing müssen stimmen. Rehe lassen sich besonders gut bei Sonnenauf- und Untergang beobachten. In den kommenden Monaten will sich Eike auf die Lauer legen und die schwarzen Rehe in unterschiedlichen Jahreszeiten fotografieren. Ich sag mal so, die Familie hat sich daran gewöhnt, dass ich viel draußen bin und auch am Wochenende vor Sonnenaufgang unterwegs bin. Viele Freunde hatten da früher natürlich nicht so die Verständnisse für. Die waren die ganze Nacht feiern und haben dann bis mittags geschlafen und ich war schon lange im Wald. Aber ja, mittlerweile, die Leute, die mich kennen, die wissen auch, dass ich viel draußen bin. Das Zelt soll jetzt erst einmal ein paar Tage in der Landschaft stehen, damit sich die Rehe an den Anblick gewöhnen. Wenn das Futter im Winter im Wald knapper wird, ziehen Rehe auf Nahrungssuche vermehrt raus in die offene Landschaft. Das will sich der Fotograf zunutze machen. Um zu schauen, ob der Standort wirklich passt, hängt Eike noch eine Wildkamera auf. Also hier geht ein starker Wildwechsel aus dem Wald raus in Richtung Raps. Die Rehe wollen also auf den Raps, um da zu äsen, also Nahrung aufzunehmen. Und ich werde jetzt hier an den Wechsel eine Wildkamera installieren. Die hänge ich hier einfach an den Baum. Und die sendet mir dann direkt die Fotos aufs Handy in eine App. So habe ich das quasi tagtäglich im Blick, kann immer genau sehen, ob da Rehwild lang ist, welche Rehe da lang sind, vor allem wann. Ob es sich lohnt, da überhaupt ins Tarnzelt zu gehen, ob morgens oder abends, wie viele Rehe, ob das Schwarze bei sind oder ganz normal braun gefärbte.
Die Bilder der Wildkamera zeigen, das Waldstück ist durchaus beliebt. Wenigstens nachts. Und nicht nur bei Rehen. Und nach 5 Tagen ist auch endlich ein schwarzes Reh dabei. Das möchte Eike vor seine Profikamera bekommen. Schwarze Tiere gibt es bei fast allen Arten ab und zu. Ihre Farbe kommt von einem Gendefekt, dem Melanismus. Das Besondere an den schwarzen Rehen ist, nur im Nordwesten Deutschlands gibt es ein ständiges, größeres Vorkommen. Einst waren die schwarzen Rehe ein beliebtes Geschenk in Adelskreisen. Und auch in der Zeit des Nationalsozialismus sind die Rehe in der norddeutschen Sonderlackierung ein Thema. So wurde in den 1930er Jahren in Haste gezielt versucht, ihre Anzahl durch die vermehrte Jagd auf rote Rehe zu erhöhen. Ein weiteres Rätsel, die Eigenheit der schwarzen Rehe besonders gerne in moorigen Gebieten aufzutauchen. Das brachte ihnen mancherorts den Namen Moor- oder Sumpfreh ein. Förster Henning Küper verfolgt in seinem Revier der niedersächsischen Landesforsten die Spur einer schwarzen Ricke im Moor. Der Wiedererkennungswert der wenigen schwarzen Rehe hilft ihm seit vielen Jahren, genau zu verstehen, wie die Rehe leben, welche Nahrung sie zu welcher Jahreszeit mögen und wo sie sich gerne aufhalten. Das sind einzelne Stücke, die ich kenne und dann auch manchmal über Jahre beobachten kann. Das ist die große Freude daran, dass man die Entwicklung sehen kann, die Lebensraumnutzung. Wie nutzt das Reh seinen Lebensraum? Das kannst du nur erkennen, wenn man bestimmte Rehe hat, die man immer wieder sieht und dann auch sicher erkennen kann. Und da eignen sich die Schwarzen ganz besonders. Die Vorliebe seiner schwarzen Rehe für Moorwiesen ist auch eine Art Lebensversicherung für sie. Anders als im Wald muss Henning Küper sie hier nicht bejagen, denn im Moor fressen sie keine wertvollen Bäume an. Dieses Sumpfige, da stehen die schwarzen Rehe gerne drin. Da machen sie auch absolut keinen Schaden. Da geht es. Und im Wald sind sie sowieso weniger vertreten als an diesen Moorpartien. Die Spur, die Henning Küper verfolgt hat, war heiß. Die Ricke und ihre Kitze sind immer noch im Moor unterwegs und damit vor Jägern sicher. Bis heute existieren viele Legenden, aber nur ganz wenige wissenschaftliche Untersuchungen zu den schwarzen Rehen. Sie sind vermessen worden, sie sind gewogen worden, sie sind absolut gleich. Es ist nur dieser eine kleine Punkt, wo sie sich unterscheiden, und das ist die Farbe. Und durch die Farbe wirken die Schwarzen häufig in der Landschaft schlanker. Schwarz macht schlank. Also der Eindruck ist ein anderer, aber das sind alles, auch vom Gewicht her, alles dasselbe, ist kein Unterschied. Während Rehe die meiste Zeit im Jahr Einzelgänger sind, bilden sie in der kalten Jahreszeit sogenannte Sprünge und lassen sich in größeren Gruppen beobachten. Jetzt, Ende März, ist es immer noch knackig kalt. Fotograf Eike Mross hat mit seinem Zelt im Hasterwald bislang keinen Erfolg gehabt. Heute ist er weiter nordwestlich unterwegs und legt eine spezielle 3D-Tarnung an. Ich versuche jetzt heute eine Gruppe Rehe anzupirschen, wo auch eine schwarze Ricke dabei ist. Und Tarnung sollte man natürlich beachten, dass man nicht zu auffällig ist, also keine weißen oder roten oder so Klamotten oder blau, das können die auch sehr gut wahrnehmen. Und ich benutze auch so eine Tarnmaske, dass das Gesicht nicht so auffällig ist. Maske und auch Handschuhe. Riechen
hören und sehen dürfen sie mich nicht. Deswegen versuche ich hier die Hecke als Deckung zu nehmen. Ich habe vorher den Wind beachtet und trage Tarnklamotten, um eben diese drei Faktoren zu minimieren, dass sie einen wahrnehmen. Und das Wichtigste ist immer zu wissen, wo sich das Wild aufhält und wo es normalerweise langzieht, um eben nah genug heranzukommen. Eike muss möglichst noch vor den Rehen am Waldrand sein. Ich ziehe schon Richtung Wald rein. Die schwarze Ricke, die Chefin der Gruppe, ist schneller als Eike. Der hat zwischen sich und dem Tier nur noch ein paar Bäume links als spärliche Tarnung. Eine Stück sichert schon zu mir rüber. Ich habe eine Bewegung gesehen und meistens hilft es, wenn man dann kurz abwartet. Wenn es sich dann beruhigt hat, dann kann man weiter pirschen. Diesmal funktioniert das nicht. Und die eine Ricke hat mich entdeckt und bellt jetzt, damit die anderen Rehe merken, dass da irgendwas im Busch sitzt. Die erste Chance an diesem Tag ist vertan. Aber am Ende der Wiese steht etwas, das den Fotografen noch nicht bemerkt hat. Vielleicht sogar ein schwarzes. Eike versucht, sich so klein wie möglich zu machen, damit der Rehbock ihn nicht bemerkt. Eike hat nur noch etwa 80 Meter Abstand. Nahe genug für ein gutes Foto. Auch wenn der Rehbock ein gewöhnliches rotbraunes Fell hat. Da waren zwei schwarze Ricken da, die jeweils ein braunes Kitz hatten. Also es ist auch ganz interessant, dass es schwarze Rehe mit braunem Nachwuchs geben kann und auch umgekehrt. Und die beiden Ricken waren aber so schlau, dass sie mich sofort gesehen haben, mitbekommen haben. Da bin ich dann auch nicht hinterher. Wenn die einen einmal spitz gekriegt haben, lohnt es sich meistens dann nicht, da noch groß hinterher zu laufen. Und ich konnte einen einzelnen älteren Bock anpirschen. Der lag ganz abseits, alleine an so einer Wiese, hat da geruht. Leider war er nicht schwarz. Aber trotzdem toller Moment und es ist immer wieder klasse, so nah an dem Wild dran zu sein. 3 Monate später. Es ist Juni. Bei den Rehen kommt der Nachwuchs zur Welt. Dieses schwarze Kitz hört auf den Namen Heidi. Ohne Gundula Sealshot hätte es wohl nicht überlebt. Lecker, lecker, lecker. Oh, lecker, lecker. So. Seit 10 Jahren päppelt Gundula in ihrem Garten in Osnabrück verwaiste Rehkitze mit der Flasche auf. In diesem Jahr ist zum ersten Mal ein schwarzes dabei. Lecker, lecker, warte. Für die Aufzucht hat sie eine offizielle Erlaubnis der Jagdpächter. So, hier, jetzt du. Ich will ja nicht, dass die kleinen Mäuse verhungern. In den Flaschen ist Ziegenmilch. Die vertragen die Kitze besonders gut. Heidi kommt aus Göttingen. Und Heidi hat eine sehr traurige Geschichte. Die Mama ist von einem Wolf gerissen worden. Auch eine schwarze Ricke. Und
der Pächter da hat verzweifelt versucht, irgendwo eine Auffangstelle zu kriegen für dieses Kind in der Umgebung, hat nichts gefunden, hat wirklich viel telefoniert und kam dann irgendwann zu mir und rief mich an. Ich sage, natürlich nehme ich sie. Und Heidi war schon 3,5 bis 4 Wochen alt. Es war schwierig, sie an die Flasche zu kriegen. Dass ihre Kitze jetzt nur noch 3 statt 6 Milchmahlzeiten brauchen, macht die Aufzucht für Gundula Sielschott nicht einfacher. Rehe sind Nahrungsspezialisten und fressen viele verschiedene Kräuter, Gräser, Blätter, Knospen und Rinde. Ihr natürliches Futter in Gefangenschaft nachzustellen, ist schwer. Darum werden Rehe auch nur sehr selten in Tierparks gehalten. Das ist zum Beispiel Großklee, Rotklee oder Weißklee, wie auch immer. Das ist dieser Breitklee, den lieben die abgöttisch. Und das ist eine Wildrose hier und zum Beispiel eine Erdbeere. Erdbeerblätter ist immer, man sieht es ja, auch der Hit. Lina ist ganz begeistert. Und das fülle ich auch so 2-3 Mal am Tag frisch auf. Ja? Also so 2 10-Liter-Eimer gehen zusätzlich zu den anderen Sachen noch drauf an Löwenzahn und Klee. Ja, bei 4 Stück merkt man es doch. Aber das gehört dazu. Ich muss ja auch vielfältig arbeiten. Ich will ja auch, dass sie alle schon kennen, wenn sie nachher rauskommen. Ja? Du und deine Erdbeeren. Aber auch mit einer Wonne zu sehen. Ne? Also ich finde es immer wieder schön. Ich kann mich da auch nie satt sehen dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Heidi bevorzugt heute Morgen Klee und Löwenzahn. Gundula hofft, dass Heidi und die anderen Kitze in ein paar Wochen stark genug sind für den ersten Schritt in die Freiheit. Eikes Plan mit dem Tarnzelt am Waldrand von Haste hat nicht funktioniert. Im Revier von Henning Küper startet er einen zweiten Versuch. Ich habe jetzt das Zelt hier aufgebaut. Bei einer ersten Stelle, wo ich das schwarze Rehwild fotografieren wollte, ist ein relativ hochfrequentierter Wanderweg. Da sind jetzt durch Corona viele Spaziergänger mit Hund und so weiter unterwegs. Und dadurch ist das Rehwild quasi nur noch in der Nacht aktiv und da kann man logischerweise keine Bilder machen. Hier ist es ein bisschen abgeschiedener. Hier ist zwar Landwirtschaft und so weiter, aber das stört das Rehwild nicht so. So Spaziergänger mit Hund, wenn die hier alle 10 Minuten langlaufen würden, dann wird das sie mehr stören. Von daher ist das Rehwild hier am Tag aktiv und hier ist es auch bestätigt. Also der Förster weiß, wie viele schwarze Rehe sich hier aufhalten und hat die schon öfter beobachtet. Von daher ist das hier eigentlich eine super Stelle. Warten, das ist für den Naturfotografen Alltag. Aber heute passiert draußen gar nichts. Kein einziges Tier lässt sich blicken. Als am Abend neben ein paar Dammhirschen doch noch 2 schwarze Rehe auftauchen, ist es für ein gutes Bild schon zu dunkel. Ich habe das schon mal ausgemessen, das müsste eigentlich genau hinkommen. Hallo! Rehkitz Heidi und die 3 anderen sollen heute einen großen Schritt in Richtung Freiheit wagen. Geh mal da hinten bitte und dann zieh den mal richtig in die Ecke rein. Gundula Sielschott muss mit Nachbarstochter Hermine den Weg neben der Terrasse absperren. Durchgehen. Denn sonst könnten die Kitze aus dem Garten raus auf die Straße laufen. Ja, man muss so ein bisschen erfindungsreich werden hier, ne? Das nützt alle nichts. So. Machen wir das nochmal von der anderen Seite. So. Stehen bleiben. So. Ich muss ihn ja noch mal ein bisschen austüfteln. Selbst wenn, ich sag mal jetzt ganz blöd gesagt, die gehen durch die Hecke durch, die würden alle überleben. Also die könnten jetzt komplett ohne Milch auskommen. Überlebensfähig sind sie alle. Das ist so. Aber ich will natürlich bis zum Schluss auch dafür sorgen,
dass sie die bestmöglichen Ausgangspositionen haben, am stärksten sind. Und solange, wie gesagt, Milch nehmen, kriegen sie die noch. Und sobald das aufhört, dann nur noch eine Flasche abends, dann mache ich auf. Und das ist spätestens in 4-5 Wochen soweit. Die 4 Kitze dürfen das erste Mal aus dem Gehege und den ganzen Garten der Familie nutzen. Heidi, komm mal hier, komm. Die eigentliche Auswilderung in ein paar Wochen ist für die jungen Rehe dann nur ein weiteres Tor, das geöffnet wird. Komm mal her, komm. Super. Hier, komm. Ui, was ist das denn? Hier, super machst du das. Prima, hier, fein. Du bist am mutigsten, ne? Hier, komm mit, komm. Guck mal, wie groß der Garten ist. Daraus. Jawohl. Jawohl. Super. Prima. Ich trau mich noch nicht. Ja, fein, Heidi. Lina. Ja, guck mal. Ja, prima, Heidi. Hennes, fein. Ui, 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 guck dir mal. Ja. Heidi. Sie lernen, andere Geräusche oder andere Gerüche kennenzulernen, wie die Bretter jetzt da hinten oder da hinten die Pflanze kennen sie nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich sie dann rauslasse in 4-5 Wochen, dann gehe ich auch erst ein Stück mit aufs Feld und gehe dann aber wieder zurück, wenn ich merke, sie laufen. Wahrscheinlich kommen 2-3 wieder mit, aber das wird dann immer besser. Aber wie gesagt, das ist immer so ein Tag, wo ich mich drauf freue, aber wo ich auch immer denke, ja. Musste sie wieder in die Natur zurückgeben. Na, aber so soll es ja auch sein. Gundula Sielschott muss dafür sorgen, dass sich die Kitze wohlfühlen, damit sie groß und stark genug werden. Gleichzeitig dürfen sie sich nicht zu sehr an den Menschen gewöhnen. Nur so können sie später in Freiheit überleben. Ja, man behandelt sie auch vielleicht ein bisschen anders, so ein bisschen so wie eine Primadonna. Ne? Man möchte schon sehr behütet sein und ja, es war gerade nicht da, nichts passiert. Darf man gar nicht sagen laut, aber ich glaube schon, dass jeder sagt, oh Mensch, ne, die ist aber zierlicher oder die ist schüchterner oder nein, ich bin ja froh, dass sie alle was gewonnen, aber ich bin stolz, dass ich sie durchgekriegt habe, ja. Sehr stolz. Anfang August. Blattzeit. Rehböcke im Liebesrausch. Das ist ein alter Bekannter. Wollen wir es versuchen, uns darüber anzupirschen, hier so schräg rauf? In die wir müssen an der Kante runter. Können wir nicht schon hier rüber? Eigem Ross ist bei Henning Küper im Revier und will jetzt zur Blattzeit endlich einen schwarzen Rehbock fotografieren. Dass man quasi schon in Deckung ist, hier vorne rechts gleich rüber? Dann wir können es versuchen. Wir versuchen das, ja, okay? Mit diesen Lockinstrumenten macht man Töne der Rehe nach, die selber auch ausstoßen. Also man kann da hauptsächlich die Töne nachmachen, die die Ricke, also das weibliche Reh, von sich gibt und dadurch den Bock anlocken. Da gibt es zum Beispiel den Pia-Laut, das ist so der klassische Laut, den die Ricke von sich gibt, wenn sie halt paarungsbereit ist. Das hört sich ungefähr so an. Das ist dieses Pia, deswegen der Name. Und wenn Bock das hört und der hat noch irgendwie keine Ricke in Sicht, dann denkt er natürlich, alles klar, da kann ich vielleicht noch irgendwie meine Chance nutzen und kommt dann angerannt, meistens auch ziemlich schnell und ja, so kann man die halt ranlocken. Jede Chance muss man nutzen und ein Risiko ist immer. Also ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe, das klappt. Ich warte dann mal hier und beobachte. Jawohl, Wind passt ja auch. Ich gehe ja einfach hier rüber. Jo. Viel Glück. Die männlichen Rehe sind jetzt unachtsamer als das restliche Jahr über. Der ist auf die andere Seite vom Graben gegangen. Der hat das geschafft, der ist durch den Graben durch.
Eike versucht, nah genug an den alten Bekannten von Henning Küper heranzukommen. Einen stattlichen schwarzen Rehbock. Er ist jetzt auf ungefähr 90 Meter an den Bock ran. Die Ricke steht rechts vom Bock und von rechts zieht ein anderes Stück Rehwild genau auf ihn zu. Ich glaube, das hat er noch gar nicht gesehen. Ich meine, es sind Dreijähriger. Kann auch vier sein. So, Eike hat Rob noch dichter ran. Das wird jetzt spannend. Endlich. Der große Moment. Nach fast 10 Monaten hat Eike das erste Foto. Der Bock versucht mich jetzt zu umkreisen, um auf der anderen Seite Wind zu holen. Mit seinem Fiepen hat er noch einen jungen schwarzen Rehbock angelockt. Jetzt geht die Luzi aber ab. Der Neuling wird von dem älteren Bock sofort aus dem Revier gejagt. 40 Stundenkilometer sind kein Problem. Rechts steht auch noch ein schwarzes, im hohen Gras. Und noch ein dritter Bock taucht auf. Und wieder ein schwarzer. 3 schwarze Rehe auf einmal. Davon hatte Eike noch nicht einmal zu träumen gewagt. Die Pirschhäute ist ein richtiger Jackpot. Der Lohn für viele Tage auf der Suche nach den schwarzen Rehen. Das war wirklich klasse. Wirklich klasse. Mann, das hast du aber gut gemacht. Wahnsinn. 3 schwarze Böcke da auf einmal aufgetaucht. Ja, ja. Der eine hat ja auch so eine abgebrochene Stange. Ja, der hat nur einen so einen Spieß. Das ist der Jährling. Und dann so einen kleinen Knubbel noch über. Ja. Und der bei der Ricke steht, das ist ein ganz guter Sechser. Ja. Das ist der Platzbock hier, der ältere Bock. Ja. Und dann war der Zweijährige auch einmal da. Genau, der kam quasi auf das Blatten hin. Und der Alte hat ihn dann gesehen. Dann war ich wieder uninteressant und hat erstmal dem Kleinen dann Beine gemacht. Ne? In dem Moment war er sehr beunruhigt und das war gut, dass der kam. Ne? Ja, genau. Und dann ging das aber ab, dir. Es ist halt tatsächlich so was Besonderes, dass es natürlich viele Leute gibt, die daran Interesse haben, sei es jagdlich oder fotografisch. Und wie mit allen seltenen Sachen, wenn man davon zu viel teilt, ist es irgendwann weg. Und wie schon gesagt, man muss das gerade schwarze Rehwild eben auch erhalten. Sonst ist es irgendwann so selten, dass es quasi nicht mehr existent ist. Auf alle Fälle. Also für euren Dreh ist jetzt das Jahr der schwarzen Rehe irgendwann beendet. Für uns geht es natürlich weiter. Das ist das Spannende.